Markus Rohrhofer, in der Gemeinde Nahen in Oberösterreich ist vor kurzem eine Joggerin durch einen Hundebiss ums Leben gekommen. Die Besitzerin dieses Hundes ist schwer verletzt. Sie und ihre Lebensgefährtin halten noch weitere Hunde. Markus, du warst in dieser Gemeinde vor Ort. Was hast du dort mitbekommen? Ich komme gerade aus Nahen in Oberösterreich, eine kleine, ja, unscheinbare Marktgemeinde, die sehr vom Radtourismus lebt. Habe dort jetzt im Gemeindeamt ein langes Gespräch gehabt mit dem Bürgermeister Martin Geisbauer, der mir ein bisschen die Situation vor Ort geschildert hat. Einerseits herrscht natürlich jetzt große Angst. Der Ort ist klein, jeder kennt jeden. Und es hat gestern den ganzen Nachmittag bis in die Abendstunden Gespräche mit der Lebensgefährtin gegeben vor Ort. Es waren quasi Gutachten im Haus, die einerseits gesagt haben, dass zum Beispiel die örtlichen Gegebenheiten, wie der Zaun zu klein ist, das heißt, da hätte sowieso eine Erhöhung bedurft. Und die Besitzerin hat sich zunächst sehr standhaft geweigert, die Hunde an einen Pflegeplatz so vermitteln herzugeben. Es hat dann noch eine Vertrauensperson wurde hinzugezogen und man hat sich letztlich in den Abendstunden geeinigt, die 4 verbleibenden Hunde und die 7 Welpen, man sagt, an einem sicheren, guten Pflegeplatz irgendwo in Österreich zu bringen. Es ist auch nicht geplant, dass dort jemals wieder Hunde hinkommen. Der Bürgermeister hat theoretisch das Probeamt, ein Zuchtverbot auszusprechen. Also die Damen waren ja gemeldet offiziell als Zuchtverein für diese Rasse. Mhm. Im Gespräch hat er gesagt, diese Option wird jetzt geprüft, eben ein Zuchtverbot auszusprechen. De facto sind dort keine Hunde mehr und werden auch nicht mehr hinkommen. Und es wird jetzt im Ort versucht, hat er gesagt, auch mit Hilfe von einem Supervisor, Psychologen, ein bisschen diese Gräben wieder zu kitten, einerseits Trauerarbeit zu leisten, weil, wie gesagt, in diesem kleinen Ort jeder jeden kennt. Und das hat die Gemeinde natürlich schon bis ins Mark geschüttet. Mhm. Weil dort wahrscheinlich auch einfach die Menschen jetzt Angst haben, dass sowas wieder passieren könnte, oder? Die Angst war riesengroß. Es hat, wie die Kollegin schon gesagt hat, eigentlich vorher keine Vorfälle gegeben. Wenn man dort mit den Einwohnern spricht, war es ja, die Situation, naja, wie es halt oft ist, wenn ich da als Anrainer, als Spaziergänger beim Zaun vorbeigehe, dass der Hund halt bellt. Aber zumindest sind keine brenzligen Situationen bekannt. Das, was auch noch sehr aktuell ist, ist dieser Punkt, den die Experten von Anfang angezweifelt haben, dass der Hund völlig unmotiviert plötzlich die Joggerin angefallen hat. Habe ich gestern mit Experten gesprochen, die sagen, das gibt's eigentlich nicht. Da gibt's immer eine gewisse Eskalationsstufe. Da passieren Dinge vorher. Und mir wurden heute in der Früh auch Fotos zugespielt von diesem Zuchtverein, von seinem Abrichteplatz, wo offensichtlich ganz klar erkennbar ist, dass dieses Tier ein Schutzhundeprogramm durchlaufen hat. Das heißt, ein Schutzhundeprogramm ist zum Beispiel in Wien strikt verboten und ist vor allem Einsatzkräften vorbehalten, wo es wirklich um Angriff auf den Mann geht, um Überwältigung, über absoluter Schutz des Hundehalters. Und diese Fotos deuten sehr klar darauf hin, dass dieser Hund durchaus auf Schaf getrimmt worden ist und das ein möglicher Grund auch ist, warum die Situation so eskaliert ist. Also da muss die Polizei jetzt noch genauer untersuchen, ob da wirklich der Hund bewusst auch aggressiver trainiert worden ist. Verstehe ich das richtig? Es gibt viele Möglichkeiten. Diese Auslöser können bis hin zu einer möglichen Erkrankung des Hundes sein. Das heißt, es hat schon Fälle gegeben in der Vergangenheit, wo man dann bei der Obduktion des toten Hundes gemerkt hat, dass der eben einen Tumor hat und das auslöst. Kann genauso sein, dass dieses Bewegungsmuster, nämlich der Joggerin, wie es oft auch bei Radfahrern ist, den Hund irritiert hat. Wenn ich mit einer Hundetrainerin rede, sagt sie, es ist ungewöhnlich, dass solche Tiere, die so etwas tun, im Vorfeld nie aufgefallen sind. Das heißt, nie irgendwie gezwickt haben, nie irgendwie bei anderen Hunden eigenartig reagiert haben, nie irgendwie auffällig waren, wenn mehr Menschen an einem Ort waren. Das heißt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es da keine Signale vorgegeben hat. Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Ich bin Alicia Prager. Und ich bin Julia Beirer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.